Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Part von der Serie. Schon wieder für diese Versprecher. Von der Serie eben Random Class. Ja, heute mit dem Granatenwerfer. Die Klasse habt ihr gerade eben schon gesehen. Und ja, ich habe mich schon mal eine Runde ein bisschen eingespielt. Er ist richtig scheiße, kann man so sagen, aber das ist ja auch das Prinzip von der Serie. Macht auf jeden Fall Spaß, die Leute damit zu twirlen, zu ärgern, sie damit zu quitten zu bringen oder was auch immer. Und ja, ich probiere ja, wie immer ist das Ziel die Drohne, ist so lächerlich. Es auch klingen mag. Ich finde es blöd, dass die Granate nicht sofort explodieren. Denn dann irgendwie, das wäre viel besser. Das ist eigentlich nur so ein... Lol. Okay, Fail, würde ich mal behaupten. Es ist einfach nur ein... ein Gerät, mit dem man nur stinknormale Granaten schießt. Ich kann mal demonstrieren. Dieses Granatensymbol wird dort angezeigt und ja, ich glaube, es ist nicht mal so gut wie eine Granate. Ist eigentlich, ja, keine Ahnung, einfach so. Also, ich weiß nicht. Beim Black Ops 2 war, keine Ahnung, wenigstens ist das sofort explodiert und so. Doch hier ist einfach nichts. Also dafür ist es auch viel schwerer mit diesem hier Kills zu machen. Und ja, die Zielgenauigkeit ist auch nicht jetzt wirklich gut. Aber wie man jetzt gesehen hat, wenn man viele Granaten auf einen Ort schießt, kann der Gegner fast gar nicht mehr entkommen. Und ja, eigentlich probiere ich das so zu. Ja, gut. Und ja, man hat nur 12 Schüsse im Magazin und einmal, ja, wenn man einmal nachlädt, sind 6 Schüsse. Also man kann einmal nachladen. Man hat 6 Schüsse, dann lädt man nach und hat wieder 6 Schüsse. Ja, ist ein bisschen blöd. Auf jeden Fall richtig behindert. Denn, keine Ahnung, man kann einfach nicht nur mit einem Schuss treffen. Das geht nicht. Außer wenn man so einen AFK-Typen hat und man schießt irgendwie bei ihm die Granate oder so. Aber die meisten laufen eh weg. Oder... Ja, gut. Ja, also... Auch... Also, ob man jetzt gegen gute Spieler spielt oder gegen schlechte, das macht eigentlich keinen Unterschied, denn... Oh. Komm. Okay. Denn, keine Ahnung, man ist so oder so schlecht und ob man jetzt von irgendeinem random Noob weggeholt wird oder von einem guten Spieler mitmacht, auch keinen Unterschied. Ja. Oder wenn man auf einen schießt, mit der Granaten, dann, das wird auch geil sein, wenn man ihn direkt killen würde. Ich frag mich, also mit dem Granatenaufsatz auf der Waffe geht das bestimmt, glaube ich. Der ist, glaube ich, noch besser als der Granatenwerfer hier. Oh. Ja, ich habe eine bei der ersten Runde, die ich mal gespielt habe, ich wollte mich mal einspielen ein bisschen. Und die Runde hat sowieso schon begonnen. Und deshalb konnte ich sowieso nicht aufnehmen. Wollte ich mich mal ein bisschen einspielen, habe ich da tatsächlich einen Double Kill gerissen. Und die anderen richtig krass abgefuckt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mein Endscore war doch 7 zu 17. Ja, das. Normalerweise, wenn die jetzt sofort explodiert wären, hätte ich ihn vielleicht bekommen. Doch die brauchen immer noch so 5 Sekunden, bis sie explodieren. Das finde ich richtig scheiße. Deshalb habe ich nämlich auch die Semtex dabei, die kleben ja wenigstens. Oder wenn diese am Gegner kleben würden, das wäre auch geil.
Ich weiß jetzt nicht, man kann nicht mal Perks. Oh mein Gott. Man kann nicht mal Perks, also keine Perks. Attachments, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also nichts an die Waffe dran machen, kann, aufsetzen. Also, man kann keine Aufsätze an die Waffe machen. Ja, keine. Ich habe sowieso jetzt keine Frage geschaut. Das ist auch das jetzt das zweite Mal, in dem ich mit der Waffe spiele. Naja. Ich probiere mich jetzt einmal ein bisschen zu konzentrieren. Die Gegner haben aber schon 90 Punkte. Double Kill, lol. Hä? Lol. Ich habe irgendwie zweimal den gleichen. Das geht doch gar nicht, lol. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Zweimal den gleichen geholt. Oder einfach so ein Bug, dass ich zweimal angewiesen wurde. Jetzt wird das schon wieder, dass der zweimal den gleichen geholt hat. Dieser Rammstein. Lol. Ich werde euch mal. Beim Schnitt werde ich mal zoomen, da könnt ihr euch das auch ansehen. Ist ein bisschen komisch jetzt gewesen. Ja. Der letzte Kill auf jeden Fall. Oh mein Gott, wer spielt denn bitte HBR mit so einem Zielvisier? Komisch. Okay, Endscore 7-25. Naja, ist jetzt nicht so gut. Aber was will man erwarten von so einer Kackwaffe? Und ja, dann würde ich sagen, schreibt fleißig bitte Waffen und Klassen in die Kommentare, damit ich die Serie auch weiterführen kann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, und